Hallo und herzlich willkommen zurück. CK3 steht an mit unserem Wanderer Wilhelm. Als wir durch Arnstein wandern, wie passend, hält unsere Karawane auf einer Lichtung, die von belaubten Sträuchern umrahmt wird. Ich gehe auf den entstandenen Tumult zu, nur um festzustellen, dass Cissa und Engelbert einen wutentbrannten Streit führen. Ich schwöre euch, wir sind auf dem falschen Weg. Ich werde keinen einzigen Schritt weitergehen, bevor wir das nicht geklärt haben. Ihr alter sturer Bock, seht ihr nicht, dass das ganze Gefolge von euch und eurer törichten Art erschöpft ist? Meine Güte. Also nun kommt, nun rächt euch doch mal zusammen hier. Engelbert verlässt das Gefolge und läuft alleine nach Hause, okay? Graf Kobo möchte, dass wir eine Volkszählung durchführen. So, wir könnten theoretisch mit unserem ganzen Wohnsitz reisen. Das tun wir aber nicht. Wir nehmen die kleinere Gruppe. Etwas aufzeichnen in Lippe. Woher auch immer es rühren mag, die Bewohner von Lippe glauben, einen guten Grund zu haben, an den Absichten von Graf Kobo zu zweifeln. Zumindest weit genug, um nur widerwillig mit uns zusammenzuarbeiten. Lästig, doch zumindest können wir damit umgehen. Arbeiten. Okay. Es bedeutet nur, dass es ein langwieriger Vorgang sein wird, das Wissen über jeden Haushalt aus seinen Bewohnern herauszuholen. Gut, packen wir es an. Mist, Fehlschlag. Es scheint, dass Kassel den Dienern von Graf Kobo nicht wohlgesonnen ist. Unsere Ankunft wird mit unverhohlenem Spott bedacht und unsere Anfragen werden abgetan oder gänzlich missachtet. So verdrießlich die Einheimischen für unsere Aufgabe auch sein mögen, wenn wir sie nicht zur Vernunft bringen, riskieren wir wertvolle Münzen zu verlieren und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Engelbert, mach mal. Und jetzt sind wir mit der Fulda. Und auch die zicken hier rum. Und Engelbert darf nochmal. Ein Vertreter von Graf Kobo trifft uns in Fulda, als wir fertig sind, und nimmt die zahlreichen Zettel mit gesammeltem Wissen entgegen. Wer auch immer diese Aufgabe für euch erledigt hat, Herr Wilhelm, hat gute Arbeit geleistet. Der Graf wird höchst zufrieden sein. Neben mir reckt sich Engelbert ein wenig und ist sichtlich stolz, wert man unsere Bezahlung bringt. Wir erhalten, was uns versprochen wurde, eine große Truhe mit Silbermünzen für unsere Bemühungen. 250 Vorräte, 32 Gold und Graf Kobo ist wieder mal auf unserer Gönnerliste. Er möchte das nicht annehmen, das ist schade. Graf Bruno würde das mit den Vorräten annehmen. Hast du eine Frau, eine gute? Vielleicht eine von Stand? Nee. Leider nicht. Leider nicht. Wir werden mal zu Graf Rimbert reisen. Und jetzt gucken wir uns mal an, welche Reiseoptionen haben wir denn. Wir können nach Talenten Ausschau halten. Aber wir haben keine freien Offizierstellen. Einheimische missionieren, wir laufen ausschließlich durch katholische Gebiete. Also interessiert uns das nicht. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf von Graf Rimbert nicht ganz so gut ist, wie er sein könnte. Unzufrieden war sein, besorgniserregendes Gemurmel über tyrannisches Verhandeln, ein Mangel an immateriellem Prestige. Alles Anzeichen dafür, dass man die Lage weniger fest im Griff hat, als die meisten Fürsten lieb es. Jemanden zu bezahlen, der solche Missverständnisse ausräumt, wird natürlich nicht billig werden. Zumindest nicht, wenn es nach mir geht. Und wir werden uns hierfür entscheiden. Schwätzer wird Frieda. Musikant wird Cissa. Schreiber wird Ademar.
Einmal. Also Ademar bleibt auf jeden Fall da, wo er ist. So passt mir das besser. So passt mir das besser. Das sind 56, 66. Ja, das haut hin. Das haut hin. Das haut hin. Bei der vorgeschobenen Erkundung für das Lager stoße ich auf einen zusammengewürfelten Haufen Händler. Sie sammeln sich um ein paar große, aber alte und verfallene Gebäude herum, deren besser erhaltene den Kaufleuten als Behausung dienen. Die Waren sind recht herkömmlich, größtenteils Nahrung, da die fieberreiste Straße zweifelsohne so manchen Käufer bringt. Doch mein Auge wird angezogen von den grauen, zerklüfteten Mauern der Ruinen. Wie prächtig sie doch sind. Die Händler halten sich nur in den äußeren Bereichen auf. Das heruntergekommene Herz der Anlage bleibt unberührt. Wir versuchen unser Glück. Wir haben ein kleines Schmuckstück gefunden. Vergoldete Rattenschwänze. Gut, die bringen uns nichts, aber immerhin, wir haben unser erstes Artefakt bekommen. Auch wenn es nutzlos ist. Auch wenn es nutzlos ist, aber wir haben es. Ja, und jetzt müssen wir wieder. Es ist so ein bisschen. Das ist mit den Aufträgen, es ist schön. Es ist echt, macht Spaß. Ich finde es ein bisschen langatmig und ein bisschen zäh. Ne? Dafür brauchen wir 200, okay. Wir könnten aber schon mal die zweite Stufe des Versorgungszeltes bauen. Katara in Wessex. Ethelred. Ethelred hat das Katharatum in Wessex eingeführt. Das ist schön für ihn. Niemand in meinem Lager ist mit dem Gelände Dithmarschen gut vertraut und mit solchen Landen ist nicht zu spaßen. Aus diesem Grund finde ich mich vor einer örtlichen Fremdenführerin wieder, mit der ich um ihre Dienste feilsche. Ich spreche da aus Erfahrung. Dithmarschen ist so flach. Da siehst du die, da ist, und sonst ist da auch nichts Großes. Wenn da mal einer kommt, der dir auf die Glocke hauen will, den siehst du schon, wenn er 20 Kilometer entfernt ist. Also da kann nichts passieren. Das ist kein Witz dort draußen, teilt sie mir mit und saugt Luft durch die zusammengebissenen Zähne ein. Eine theatralisch besorgte Geste. Ihr werdet entweder diese Karten oder meine Dienste brauchen. Das kann ich euch umsonst verraten. Sie hat recht, doch. Da ist etwas in ihrem Betragen, das mich zögern lässt. Es besteht kein Bedarf für eure Dienste. Und wir haben auch keine Vorräte verloren. Alles gut. Wir könnten hier Graf Kobo nochmal nach Vorräten fragen, aber das. Graf Bruno, Entschuldigung. Auf meinem kleinen Spaziergang werde ich von einem nervösen Menschen angesprochen, den ich nicht kenne. Eine Person, die sich selbst als Abaye vorstellt und in Dithmarschen offensichtlich genauso fremd ist wie ich. Ja, ist auch kein Wunder. Erstens befindet er sich in Lübeck und nicht in Dithmarschen. Zweitens, rabbinisch und aschkenasisch, ja. Herr, ich fühle mich in diesen Ländern nicht wohl und ich hatte gehofft, dass ein so weltoffener Mensch wie ihr mich als obdachlosen Rabbinist aufnehmen würdet.
Für einen kurzen Moment hält er inne und bereitet sich auf eine klar erwartete Ablehnung vor. Ich verstehe, wenn ihr bereits zu viele Menschen zu versorgen habt. Doch wenn ihr mich aufnehmt, werde ich euch bis ans Ende eurer Tage treu dienen. Und das tun wir auch. Wir nehmen dich auch auf. Denn der hat einfach Top-Werte. Und ja, wir sind natürlich in einer Klosterschule groß geworden, aber ne? Das sagt ja nicht, dass wir intolerant sind gegenüber anderem Glauben. Zwei meiner Agenten, nämlich Frieda und Ademar, scheinen Gemeinsamkeiten bei unserem Plan gefunden zu haben, die über das eigentliche Ziel hinausgehen. Beeindruckt vom Geschick seiner Mitstreiterinnen in Sachen Briefe, Reden und allgemeiner Rhetorik, die für unser Vorhaben nötig sind, hat Ademar angefangen, genauer zu studieren, was Frieda anders macht. In der Hoffnung, das eigene Können zu verbessern. In der Theorie scheint dies harmlos zu sein, doch es trägt nicht zu unserem Gesamtziel bei. Vielleicht können wir ja auch noch mal was lernen. Die 500 Diplo-Erfahrungspunkte nehme ich gerne. Ich sag's euch. Ich sag es euch. Und wir... So, jetzt haben wir hier selbstbewusst ausführen. Da würde sogar nochmal 5% obendrauf kommen. Das tun wir auch. Es ist erstaunlich, wie sehr ein paar kleine Worte in ruhigen Ecken eine Lage verändern können. Ein Flüstern hier, eine Bemerkung dort, eine Handlung, die beim Abendessen verteidigt wird. Es hätte natürlich nicht annähernd die gleiche Bedeutung, wenn es von einem Magnaten mit Landbesitz käme. Zu viel Macht, zu immens der auf dem Spiel stehende Einsatz, zu groß das Risiko der Unaufrichtigkeit. Doch als bescheidener Schausteller, der bei Hofe kurz Halt macht, während er und die eigene Truppe die Welt bereisen. Nun ja, das ist eine ganz andere Sache. Es erübrigt sich zu sagen, dass Graf Rimbert mehr als zufrieden mit unseren Bemühungen ist und wir uns wieder auf den Weg machen müssen. Wir bekommen 250 Vorräte, 75 Prestige, 43 Gold und Graf Rimbert wird unser Gönner und gewinnt 30 Meinung von uns. Ach, ich Idiot, ich hätte das Dannewerk ablaufen können. Na egal. So, wir sind jetzt wieder da. Jetzt können wir Graf Rimbert um etwas bitten. Ach, wir können leider unsere Kriegsvölker nicht auffüllen, das ist schade. Wir fragen ihn nach Gold. Graf Bruno, fragen wir nicht nach Gold. Achso, ich habe leider da kein Prestige aktuell dafür, das ist auch okay. So, Tross. So, was wollen wir denn haben? Ich denke, wir werden auf jeden Fall mal das lodernde Lagerfeuer errichten. Und das Burgbesitztum in Wölpe besuchen. Wir gucken mal, was... Wir gehen mal zur Garnison und schauen mal nach Leuten. Wir haben hier Goswin. Ja. Oder Heidecke würde mich 63 kosten, Goswin 69. Ach komm, wir würfeln mal eine Runde. Und wir verlieren, schade. Also,
Wir wollen uns von den Rattenschwänzen trennen, weil die bringen uns keine Vorteile. Mist, gab nur 11. Schade. Aber weg damit. Und... Wir nehmen die beiden... Gesetzeshüterverträge. So. Wir werden, also da haben wir hier. Wir werden bei Graf Rimbert das Ganze mal machen. Und wenn ihr euch fragt, warum ich hier so viel Wert drauf lege, ich meine, ihr wisst es ja, ich mache das eh immer gerne wegen der XP, aber ich mache das auch aus einem anderen Grund. Nämlich hier. Die Reisen von Wilhelm von Löwenberg. Na? Wir kriegen bald, wir können ein Buchartefakt draus bauen, was wir an unsere Kinder vererben können. So dass die ihre Lebenswandelerfahrung boosten und solche Geschichten. Na? Ja. Also, das ist, wir nehmen die höhere Erfolgschance, wie immer. Wir fangen mit dem Speer an, das kann Frieda machen. Ausgestoßen wird Gayat. Zum Grobian mache ich ihn hier. Und die beiden können als Muskeln dienen. Damit sollten wir... Ja, 93%, das müsste ja, das dürfte ja dicke reichen. Na? Und wir sollten dann noch vielleicht überlegen, ob wir unser Lager ein wenig verlegen. Katholisch-Fränkisch? Ach, der gehört auch zum König, okay. Kann ich deine Sprache lernen? Nee. Otto ist ja Sachse, das hilft mir ja nicht. Wird er denn irgendwann zu Otto dem Erlauchten? Weil... Das müsste er ja eigentlich nach der Zeit sein. Es ist schwer zu beschreiben, was so unangenehm innig ist am geschäftigen Treiben eines Lagers, das sich auf den Abend einrichtet. Vielleicht ist es das beruhigende Kratzen von Schreibfedern in Tagebüchern, die allabendlich gefüllt werden. Ist es die Begeisterung, die das Zelten unter freiem Himmel mit sich bringt? Oder das rhythmische, metallische Geräusch von Nägeln, die man um mich herum in den weichen Boden treibt? All dies schafft eine ruhige, behagliche Decke der Vertrautheit. Dies ist meine Domäne und dies ist mein Volk, ein kleines Königreich, aber eines, in dem ich jeden Anblick, jedes Geräusch und jede Seele kenne. Wir überprüfen mal die Vorräte, denn Vorratsverbrauch zu reduzieren ist nicht unwichtig für uns. Na, natürlich wäre auch das Prestige nett gewesen, aber wir machen ja jetzt gleich zwei Aufträge. Und dann werden wir uns auch gleich zu König Ludwig bewegen und dem mal Hallo sagen. Ne? Wir werden mal unsere angestammten Lande, wo wir die Sprache sprechen und die Leute kennen, verlassen. Natürlich werden wir vorher gucken, dass wir von Graf Rimbert noch was bekommen. So, und Engelbert hat sich anscheinend einen reingelackt in der Nacht vorher. Und ja, ne, wir machen das mal, wir
So, das Ding ist, wir müssen die... Wer bist du denn? Ach Mensch, guck mal. Engelbert und Frieda haben Kind. Das wusste ich ja gar nicht. Von jenen, die ich ausgewählt habe, um an diesem kleinen Vorhaben beteiligt zu sein, ist Gayat wahrscheinlich am fähigsten. So, was können wir denn da tun? Gayat könnte sein Kampfgeschick erhöhen, das würde aber seine Meinung verbessern, verschlechtern. Ich sage, der Plan läuft gut und Ademar verbessert sein Kampfgeschick. Ich möchte einmal die Komplottphasen hier ein bisschen runterdrücken, tatsächlich. So, wir gehen rein, wir führen das Komplott selbstbewusst aus. Und es ist fehlgeschlagen. Mist. Mist, Mist, Mist. Ein schriller Schrei reißt mich aus meinem Schlummer zurück in die Schwärze der Nacht. Ich folge dem Lärm. Mein Leibwächter Sisa kauert vor seinem Zelt. Willen, geht nicht hinein. Da ist ein Wolf in meinem Bett. Ich öffne das Zelt und finde eine Wölfin mit einem Bauch voller Welpen vor. Sie knurrt und faucht mich an, zweifellos aus Angst davor, was ich ihrem ungeborenen Nachwuchs antun könnte. Wir sind jetzt der Wolfstöter. Und wir treffen auf eine Ente und wir folgen dieser Ente. Ja, und das ist keine Ente, sondern eine Wildsau. Und wir haben diese Wildsau getötet. Was natürlich wundervoll ist, denn wir können jetzt... Graf Kobo, warte mal. Würde er uns das Kriegsvolkregiment geben? Ja. Graf Kobo gibt uns ein Kriegsvolkregiment, das ist wundervoll. Graf Rimbert würde uns nichts geben. Vielleicht hätte er uns das Kriegsvolkregiment gegeben, so ein Scheiß. Wir bitten Graf Bruno mal um einen Vertrag. Und zwar sollen wir jemanden begleiten. Ein Beförderungsvertrag. Gräfin Adela... Wisst ihr was? Wir nutzen die Chance und verlagern uns nach Turin. Was haltet ihr davon? Ja, warte, warte, warte. Und dann besuchen wir auch nochmal vier der Karlin-Könige. Wollen wir nach Talenten Ausschau halten? Ja, ich glaube, das können wir tun. Und wie unser Vertrag abläuft, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.